So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Morning Meeting hier gemeinsam mit Markets am Dienstag, den 11. Januar 2022. Wir wollen uns wieder gemeinsam einen Blick auf die Märkte gönnen. Und es sieht tatsächlich so aus, als wenn der Boden jetzt kurzfristig jedenfalls drin ist. Das Szenario im Nasdaq, so wie gestern früh schon bereits skizziert, hat sich tatsächlich genau so dargestellt. Kurzer Flushout auf der Unterseite und ein unglaublich starkes Reversal gegen die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung. Der ein oder andere hat es vielleicht mitverfolgt. Wir hatten in diesem Zusammenhang dieses Flushout-Szenario, also dieses Rausspülen oder dieses Kurzunterschreiten der vorherigen signifikanten Tiefs ja durchaus zum Thema gemacht. Auch dieses Gap-Down-Szenario. Gestern kurzzeitig die Zinsen, US-Zinsen, auf über 1,8% gestiegen und dann allerdings jetzt mit einem ja, so Rollover, so ein Abrollen, Überrollen gegen diesen Bereich und jetzt deutlich unter Druck. Also wir sind tatsächlich unter 1,75% jetzt in den frühen Handelsstunden hier im Zinsbereich in den USA gerutscht. Und das ist deswegen brisant, weil heute nämlich tatsächlich um 16 Uhr eigentlich gar nicht so brisant, aber dann doch durchaus im derzeitigen Kontext vielleicht brisanter, Jay Powell vor dem US-Kongress tatsächlich eine Rede hält, und zwar im Hinblick auf seine Renominierung als Fed-Chairman. Und gestern ist das Statement, was er dort verlesen wird oder beziehungsweise worauf man sich einstellen sollte seinerseits, ist das schon über den Ticker gelaufen, wenn ich das richtig mitverfolgt habe. Aber heute sind dann eben durchaus auch nochmal Fragen seitens diverser Kongressabgeordneter beziehungsweise Senatoren dann eben, denen er sich dort stellen sollte, stellen muss und die mit Sicherheit auf die derzeitigen Entwicklungen hier im Hinblick auf die US-Inflation zu sprechen kommen, die morgen, wie gesagt, über den Ticker läuft. Das hatten wir gestern auch schon zum Thema gemacht. 14.30 Uhr morgen werden die Inflationszahlen veröffentlicht. Aktuell geht man davon aus, dass wir bei 7% eventuell sogar darüber veröffentlicht werden. Und wir haben es in der jüngeren Vergangenheit schon häufiger mal gesehen, wenn Jay Powell dann überraschend irgendwie in irgendeiner Form sich restriktiv oder weniger restriktiv, aktuell eher weniger restriktiv äußert, das kann durchaus einiges an Volatilität begünstigen und in dem Zusammenhang eventuell diese jetzt kurzfristige Bodenbildung weiter befeuern, sollten US-Zinsen weiter sich dann auf dem Rückmarsch befinden. DAX auf dem Weg in Richtung der 16.000er-Region, da werfen wir auf jeden Fall auch noch einen Blick drauf. Tesla werden wir heute nochmal einen Blick drauf werfen. Ich möchte Tesla gerne zum Thema machen, weil ich gestern unterhalb eines Videos gesehen habe, dass da zwei, drei Hinweise waren, dass da eine einseitige Betrachtung meinerseits eben vorgenommen wurde oder sonst dergleichen. Ich würde das gerne nochmal ein bisschen ausführen, warum, wieso, weshalb ich dort aus rein fundamentalen Gesichtspunkten das auch jetzt für mittelfristig, vielleicht auch längerfristig, einen sehr interessanten Bereich erachte, in dem wir dort derzeit eben tatsächlich handeln, mit Ausblick auf die Earnings, die anstehen. Ich lasse mich gerne auch von dem Gegenstück in Anführungsstrichen überzeugen. Allerdings müssten das dann gute Punkte sein, die da vorgetragen werden und nicht nur einfach, naja, es ist ein Elektroauto. Also das ist dann nicht wirklich zielführend. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet im Hinblick auf die Wachstumsaussichten eben tatsächlich und auch in dem Zusammenhang ist einfach eine detailliertere Betrachtung notwendig, weil es sich eben um einen klassischen Growth Stock handelt. Das ist kein klassischer Value-Titel, also das heißt eine Aktie, die eben nach, ich nenne sie jetzt mal klassischen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen analysiert werden sollte, sondern müssen wir halt ein bisschen tiefer in die Materie im Hinblick auf Wachstumsaussichten und dergleichen einsteigen. Und aber nichtsdestotrotz wird man dort feststellen, dass da eventuell einiges an Potenzial tatsächlich gegeben sein dürfte. Wie gesagt, da werfen wir auf jeden Fall auch einen Blick drauf. Und ja, let's get it started. Also starten einfach mal ganz kurz durch, ganz offiziell hier mit dem Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin, gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind nicht für jeden Anleger geeignet, ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil, mache man sich zunächst mit diesem vertraut, gehe dann auf markets.com/de, lade sich dort eine Demo herunter. Link dazu werde ich gleich einstellen zur MarketsX Handelsplattform, teste dann risikolos den Handel und stelle fest, ob der Handel sich mit diesen Produkten für einen eignet. Sollte man dann für sich die Entscheidung treffen, ja, dem ist so, dann hat man die Möglichkeit eben auch über markets.com/de ein Live-Konto natürlich zu eröffnen. Alle weiteren Informationen über die Produktpalette hinausgehend, CFD und FX-Produkte betreffend, auch physische Aktien, ETFs und dergleichen, auf der Webseite markets.com/de. Gerne auch eine E-Mail an die Elena schicken für weitere Informationen. Hier im Event gerne die Möglichkeit nutzen, mir Fragen zu stellen.
Auch da in dem Zusammenhang ganz wichtig vielleicht ein Hinweis. Ich habe jetzt einmal gestern Feedback bekommen, ich merke das allerdings gar nicht, muss das dazu sagen, dass ich ab und an mit englischen Begrifflichkeiten so ein bisschen um mich werfe. Die nutze ich allerdings nicht, um irgendwie Verwirrung zu stiften, sondern einfach, weil mir in dem Fall vielleicht die deutsche Begrifflichkeit nicht einfällt, weil es keine gibt. Ich merke es aber nicht. Also das ist nicht irgendwie böse Absicht. Also wenn man dort Fragen haben sollte, wenn etwas unklar ist, bitte die Fragen hier stellen. Wenn sich jemand jetzt die Aufzeichnung anschaut bei YouTube, gerne dann auch diese Fragen vielleicht als Liste klein zusammenstellen oder dergleichen, sagen, die Begrifflichkeit ist nicht klar, gerne unterhalb des Videos posten. Ich würde die dann sehr gerne auch beantworten, die Fragen. Gerne mich auch via Twitter kontaktieren, @jensglattfx. Gerne die Möglichkeit nutzen bei meiner Website, jk-trading.com/forum. Da gibt es jeden Tag eine Trading-Chatbox, wo man sich nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen Trading-Begeisterten austauschen kann. Discord-Community, dazu stelle ich auch noch gleich den Link ein. Auch gerne die Möglichkeit nutzen. Und ja, soweit erstmal zur Einführung. Hier mein Blick auf die MarketsX-Handelsplattform, die ich auch gleich hier mit einem Link, Moment, einmal, ich muss noch einmal Guten Morgen hier reinschreiben, versehen möchte. Also, da wo jetzt gleich Guten Morgen steht, da kann man die Frage stellen. Guten Morgen, Traders. So. Dann einmal MarketsX, das ist die Handelsplattform, die wir jetzt hier nutzen, wo man sich eine Demo runterladen kann. Discord habe ich auch schon gerade genannt, will das aber auch hier ganz kurz einstellen. Oh, wie machen wir es am besten? Ich habe, glaube ich, die Links schon hier unter dem Video geteilt im Forum. Deswegen nutze ich mal den Link hier. So, zack, den gibt es auch. Und alle weiteren Links dann, die wir im Laufe des Webinars jetzt hier dann gleich ansteuern werden, findet ihr in dem Zusammenhang unterhalb des Videos. Ich gucke mal ganz kurz, ob das alles hier gut gestreamt wird. Das ist sehr gut hier. Es kommt schon mal alles an. Hier auch. Sehr schön. Ja, also, dann beginnen wir einmal hier mit dem DAX, dem Blick auf den DAX. Also grundsätzlich hat sich das Bild nicht groß verändert. Wir haben gestern dann in den US-Handel zunächst einmal Abgabedruck gesehen. Da waren wir so ein bisschen, ich sag mal, wie soll ich sagen? Wie soll ich sagen? Wir haben Abgabedruck gesehen. Vielleicht sollte ich das besser machen, weil die US-Märkte das betroffen hat. Also im Hinblick auf den Nasdaq an dieser Stelle. Wir haben diesen Flashout-Moment zu sehen bekommen und wir haben in Folge, also dieser Flashout, das heißt dieses Rausspülen. Wir hatten im Morning-Meeting hier zum Thema gemacht, die 15.600er-Region, beziehungsweise auf der Unterseite die 15.500er-Region. Und durch den anziehenden Zins gestern und die 10-jährigen Zinsen, die dort auf über 1,8% zu kurzzeitig gelaufen sind, hat natürlich der Wachstumsbereich Growth Stocks, hat das eben nochmal diesen Abgabedruck tatsächlich gesehen, der sich dann ganz besonders im Nasdaq wiedergespiegelt hat. Und wir haben dann in diesem Zusammenhang diesen wichtigen Unterstützungsbereich hier, also um 15,6 Roundabout, das heißt die untere orangefarbene Linie, den haben wir unterschritten. Und wir haben in diesem Zusammenhang dann auch, weil es eben direkt in der Region um diese untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung, diese langfristige hier tatsächlich geht, eine Attacke auf diese zu sehen bekommen. Ich hatte in diesem Zusammenhang zunächst einmal in der Discord-Community ein eher bärisches Bild tatsächlich skizziert. Ich will das mal ganz kurz zeigen, nicht jetzt irritieren lassen. Wir blicken in dem Zusammenhang auf die Qs, also das heißt auf den ETF, der die Wachstumstitel hier abbildet. Das heißt also nicht den Nasdaq Future an dieser Stelle, sind das andere Kursniveaus, die wir uns hier anschauen. Und hier, ich hatte eine Einschätzung früh dazu geschrieben, beziehungsweise gestern, ja, früher, kurz vor der US-Markteröffnung und hatte das dann hier kurz geupdatet gehabt. Und zwar kann man hier sehen, kein bullisches Signal. Wir haben im Zusammenhang mit Disca, das war diese Aktie, die wir gestern zum Thema gemacht hatten, keine guten Vorgaben gesehen, auch dann in den Abend hinein nicht. Also da ist der Trade oder die Trade-Idee hier sofort hinfällig gewesen, weil wir diesen Bereich um 28,60, 28,70, den ich da herausgestellt hatte, nicht halten haben können. Das korrespondierte zeitgleich mit Abschlägen in den Qs eben, die minus 2% zu dem Zeitpunkt notiert haben. Das war ungefähr halbe Stunde nach der Markteröffnung. Und wir haben dann in diesem Zusammenhang die 3,75 und nicht nur gebrochen, sondern auch uns unterhalb halten können. Die 3,75, das ist dann korrespondierend hier mit der 15.500er Marke. Da kann man das erkennen. Das heißt also, das war dieser Bereich und den haben wir nicht halten können, sondern sind runtergefallen und haben entsprechend uns unterhalb zunächst stabilisiert. Und in dem Zusammenhang sind wir eben auch aus dem Aufwärtstrendkanal hier auf der Unterseite ausgebrochen. Und jetzt waren die Bullen tatsächlich am Zug. Also die haben im übertragenen Sinne die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen und dann hieß es, okay, jetzt zeigt, ob ihr dem entgegenstehen könnt, ob hier Käufer in diesem Bereich in den Markt kommen oder aber, ob wir hier weiteren Abgabedruck erwarten dürfen, der dann
Naja, zunächst einmal jedenfalls die 200-Tage-Linie wahrscheinlich so um 15.000 Punkte in den Test nach sich gezogen hätte. Und tatsächlich kam da eine sehr, sehr starke Reaktion. Wir werden auch gleich sehen, die Reaktion, die ist wirklich von viel Volumen getragen worden, also im Hinblick auf bullisches Volumen, was reingekommen ist. Da kam eine potenziell sehr hohe Umverteilung zustande. Und nicht nur das, sondern wir haben zeitgleich es sogar geschafft, dann hier im Bereich um, knapp unterhalb von, glaube ich, war es, im Bereich um auf jeden Fall 15.600 Punkten hier zu schließen. Und das ist jetzt so dieses, ja, in Anführungsstrichen so eine Art Make-or-Break-Level. Also das heißt, dieses Level gilt es jetzt zu verteidigen bzw. zurückzuerobern. Es sieht sehr, sehr gut aus durch die europäischen Vorgaben jetzt, die wir zu sehen bekommen. Und sofern wir in der Lage sind, diesen Bereich jetzt um 15.6 verteidigen zu können, wir könnten auch ein bisschen großzügiger agieren und in dem Fall die 15.5 heranziehen. Ich möchte allerdings ein bisschen mit der 15.6 dann eher arbeiten, gefühlt, weil das einfach noch ein stärkeres Signal wäre, wenn die verteidigt werden könnte. Dann könnte oder dann wäre das für mich ein Signal, dass der Boden kurzfristig drin ist, dass das nur dieser Flushout war auf der Unterseite, die in Anführungsstrichen schwachen Hände abschüttelnd, auch die schwachen Hände dann dahingehend, diejenigen welchen, die alle, in Anführungsstrichen, alle nervös geworden sind, anziehende Zinsen in diesem Zusammenhang, große Rotationen, die einsetzt, der Crash, der vorausgeht. Wir haben im zeitgleich hier, haben wir auch gesehen, dass zum Beispiel Bitcoin im gleichen Zeitfenster unter 40.000 Dollar gerutscht ist, dieses Level aber dann hat sehr dramatisch, dynamisch zurückerobern können und auch deutlich oberhalb hat schließen können. Und dieser, ja, ich will es nicht übertreiben, aber diese Art Panikmodus, der eingesetzt hat, das ist eben etwas, was sich dann auch in Form eines erhöhten Volumens, was in diesem Bereich gehandelt wird, eben widerspiegelt. Und diese scharfe Gegenbewegung jetzt ist ein Indiz dafür, dass kurzzeitig wahrscheinlich der Boden drin sein sollte, neben dem Umstand, dass wir eben auch aus rein technischen Gesichtspunkten hier diesen kurzen Flash-Out-Moment eben hatten, aber die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung haben eben halten können. Jetzt kommt eine ganz interessante Frage schon rein. Und zwar, ich nutze gerne die Bezeichnung Inflection im Hinblick jetzt auf den DAX. Also Inflection, das ist eine meiner persönlichen Einschätzung nach rein subjektive Linie erstmal. Das ist jetzt keine, die ich in der Form von jedem anderen Marktteilnehmer erwarten würde. Das ist für mich einfach nur Orientierung in Ergänzung zu dem gleitenden Durchschnitt, ausgehend wovon ich dann für mich entscheide, ob wir den Vorteil eher auf der Long-Seite oder eher auf der Short-Seite haben. Also bedeutet etwas anders. Wir könnten ganz grob sagen, alles, was oberhalb stattfindet, ist long. Alles, was unterhalb stattfindet, ist short. Natürlich dann ergänzend um weitere charttechnische Gegebenheiten, Volumen, Tape und so weiter im Aktienbereich ganz besonders. Aber in dem Zusammenhang ist es eben so, dass ich sage, in dem Fall ist es hier diese blaufarbene Linie, die korrespondiert mit, auch man kann es dann hier ja sehen, ehemaligen Tiefs beispielsweise, die sich herauskristallisiert haben. Wir sehen hier zum Beispiel eine Region um 16.000, die, das war am 3. Januar, letzte Woche Montag. Dieser Bereich konnte zum Beispiel verteidigt werden. Das hatte ich da auch schon zum Thema gemacht. Recht zügig nach der Jahreseröffnung, muss man es ja nennen. Also, das heißt, der Xetra Open am 3. Januar letzte Woche, das war der Beginn des Handels im DAX an der Stelle. Wir sind sehr, sehr dynamisch angelaufen und haben sehr zügig die 16.000 eben erobern können und eben halten können. Und in Ergänzung jetzt zu 16.000 ist es dann natürlich auch besonders, dass es ein psychologisch relevantes Level ist. Also, sprich, das ist ein rundes Niveau, was auch aus optionstechnischer Perspektive, alleine durch den Umstand, dass es eben in dem Fall eine dreifach Null ist sogar, eine Relevanz besitzt. Und wir respektieren diese Region. Respektierten sie zunächst einmal am 6., das war letzte Woche am, jetzt kurz zu rechnen, Donnerstag. Richtig. Am Donnerstag haben wir diese diverse Male eben respektieren können, diese Unterstützung. Also man könnte auch charttechnisch auf diesen Schluss kommen. Und dann kam es jetzt eben zum Fall unter dieses Niveau und der fehlgeschlagenen Rückeroberung gestern hier. Das war kurz vor Kassaeröffnung, recht deutlich dann von Xetra-Eröffnung weg, sind wir unter dieses Niveau verkauft worden. Und das ist eben für mich so eine Orientierungslinie, in Anführungsstrichen. Und aktuell eben für mich dann zum Beispiel ein Level, gegen welches ich jetzt zunächst einmal einen stärkeren Widerstand erwarten würde, beziehungsweise abhängig, wie der Markt sich dann in diesem Bereich verhandelt, ich dann davon abhängig machen würde, ob es eben jetzt gelingt, hier diese zurückzuerobern und damit dann die Bodenbildung im übertragenen Sinne einem Ende zukommen zu lassen und dann eben hier davon auszugehen, dass jetzt eher die Vorgaben wieder auf der Long-Seite zu suchen sind oder beziehungsweise der Vorteil auf der Long-Seite. Oder aber wir rollen hier erneut über, was dann nochmal das Risiko beinhalten würde, dass wir
ich würde es jetzt mal nicht übertreiben, aber mindestens vielleicht nochmal die Region 15.8 anlaufen. Ob wir nochmal diesen Region hier gestern um diese, ich nenne sie mal Übertreibungstiefs, 15.7, 30 anlaufen, das bliebe erstmal abzuwarten, aber zunächst einmal wäre denkbar, dass wir nochmal in Richtung 15.8 dann überrollen. Also Inflection bedeutet im übertragenen Sinne für mich einfach nur eine Orientierung, wo ich einfach erstmal grob über den Daumen sage, ausgehend von meiner persönlichen Einschätzung, oberhalb sind wir long, unterhalb sind wir eher short. Aktuell sehen wir jetzt eine Rück Lauf an diese Inflection. Das ist für mich dann auch vielleicht aus trading-technischer Perspektive interessant. Weniger jetzt im DAX, sondern das mache ich dann größtenteils, wenn ich jetzt in Equities unterwegs bin, also Aktienhandel. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal ein Tutorial gesehen, was ich bei mir im Kanal eingestellt habe. Da habe ich eine sogenannte Rug-Pull-Strategie zum Earnings-Release zum Thema gemacht. Das kann man sich wie folgt vorstellen, besonders auch im Wachstumstitelbereich. Du hast einen guten Earnings-Release, der veröffentlicht wird, also ein guter Quartalsbericht, der veröffentlicht wird. Das wird auch jetzt potenziell in den nächsten 2, 3 Wochen auf jeden Fall ein Thema sein, durch eben die anlaufende Earnings-Season. Und dann bekommen wir zur Markteröffnung 15.30 Uhr, abhängig von dem jeweiligen vorbörslichen Handel, der sich dann darstellt, haben wir potenzielle Niveaus, die wir eventuell schon identifizieren können und wo wir dann zur Eröffnungs- und Gewinnmitnahme-Moment sehen. Also das heißt, wir sehen dann diesen Flush, diesen Rug-Pull eben, das heißt kurzzeitig Gewinnmitnahmen zur Markteröffnung 15.30 Uhr, in einen aber insgesamt eigentlich starken Wachstums-, nicht starken Wachstums-, starken Quartalsbericht für einen Wachstumstitel. Das heißt also, eigentlich bleiben die Vorgaben long, aber zu Beginn sehen wir dennoch vielleicht Retail-Trader, wer auch immer, die dann zunächst Gewinnmitnahmen auf den Weg bringen. Dann kriegen wir so einen Rücksetzer zu sehen. Und man kann das dann über den Daumenpeilen dahingehend sagen, dass man sagt, naja, wir nehmen jetzt von der Eröffnung weg, haben unsere Kursniveaus identifiziert und ich teile das ja dann immer auf. Das kann man ja dann hier zum Beispiel in der Discord-Community kann man das dann erkennen. Ich habe dann immer Level S1, S2, S3 zum Beispiel auf der Unterseite oder R1, R2, R3 auf der Oberseite. Also wie Pivotpunkte im Grunde genommen, S für Support, Unterstützung und R für Resistance, also Widerstand auf der Oberseite. Und ich dann sage, wenn wir diesen Rug-Pull jetzt sehen, also dieses kurzzeitige Raus, Spülen oder Gewinnmitnahmen initiierte, erstmal Abgabedruck zur Eröffnung in trotzdem einen guten Earnings Release, dann gucke ich mir den sogenannten S2 an und sage dann von diesem S2, wenn ich jetzt hier mich long positioniere, also eine Stabilisierung ausmache, dann möchte ich zunächst einen sogenannten Bounce, also eine Gegenbewegung in Richtung dieser Inflection sehen. Also das heißt, ich mache vorbörslich bereits für mich so eine Linie im Sand aus, um ein Level, wo entsprechend ein Handel stattfindet und sage dann einfach, okay, das ist meine Inflection, wenn wir jetzt drunter fallen, sind wir erstmal short, habe dann aber, wie gesagt, wiederum die Ergänzung starker Earnings Release, also starke Quartalszahlen, diese Gewinnmitnahmen in den S2 hinein, sehe eine Stabilisierung, positioniere mich long und dann habe ich ein entsprechendes Ziel, ein erstes Ziel auf der Oberseite, wo ich sage, ich möchte jetzt einen Rücklauf in Richtung dieser Inflection sehen, die ich vorher für mich ausgemacht habe, ausgehend von der Price Action, die mir der Markt präsentiert hat. Und das wiederum würde dann dazu führen, dass ich zum Beispiel sage, ich nehme gegen diesen Inflection Point, also diese Inflexion, die ich da ausmache, würde ich einen Teil der Position rausnehmen, um das Risiko für den Trade verdient zu haben und dergleichen und würde den Rest der Position halten, beziehungsweise würde wieder hinzunehmen, sollte es dann zu der Rückeroberung dieses Inflections kommen, dieses Inflection Points, genau. Ja, ich hoffe, dass das erklärt, was ich da mache an der Stelle. So, also, wie gesagt, Inflection 16.000. Das ist jetzt die Linie im Sand für mich hier aus der Research-Perspektive. Trading-technisch habe ich da nichts gemacht im Hinblick auf den DAX aktuell. Das ist für mich jetzt einfach nur eine Orientierung. Gelingt es, die zurückzuerobern, wäre das für mich jetzt, man könnte auch dann zum Beispiel sagen, eine Widerstandsregion, die aus dem Umstand erwächst, dass es vorher eine Unterstützung war, hier diverse Mal aufgesetzt. Kann man deutlich erkennen. Ehemalige Unterstützung wird neuer Widerstandsbereich erreichen. Rückerobern wir den Widerstandsbereich, wird er wieder zur neuen Unterstützung. Und folglich wäre das dann für mich ein weiter bullisches Signal, welches in den kommenden Stunden weiteres Aufwärtspotenzial auf den Weg bringt. Interessanterweise natürlich mitgetragen durch auch die sehr günstigen Vorgaben, die wir seitens der US-Tech-Börse sehen, durch eben diesen abnehmenden Druck seitens des Zinsmarktes an dieser Stelle. Also durchaus realistisch, dass das jetzt uns bevorstehen könnte, dass das so ein ja, so eine Art Turnaround Tuesday, glaube ich, nennt man das dann, ne, sein könnte. Also das heißt also, dass am Dienstag dann entsprechend eben das zu einer scharfen Gegenbewegung auf die jüngsten Abschläge eben tatsächlich kommt. Und im Hinblick auf das Volumen wollte ich nochmal ganz kurz einen Blick werfen, was ich damit gerade meinte. Hohe Umverteilung, die da stattgefunden hat. Also ich schaue mir da an der Stelle den ETF auf den S&P an.
Entschuldigung, auf den Nasdaq im übertragenen Sinne, ETF, also das heißt die Qs, das ist nicht ganz der Technologiesektor, oder beziehungsweise es sind die Big Tech Names, ja, die sind es schon, aber es sind nicht alle Unternehmen, die in den Qs gelistet sind, in diesem ETF, auch im Nasdaq 100 gelistet. So möchte ich das mal eher formulieren. Daher kommt es hier zu entsprechenden Diskrepanzen beim Reading. Also im Falle von dem Spider, das ist der ETF aus dem S&P 500 zum Beispiel, wird man feststellen, dass der ein Zehntel ist von dem E-Mini S&P. Also wenn der E-Mini S&P bei 4.650 notiert, notiert hier der Spider bei 465 geteilt durch 10. Das ist im Falle der Qs nicht der Fall. Da sieht man 380 bei aktuell 16.000. Wo haben wir denn? Nasdaq, Dom, US Tech. Da. 15.700. Also das heißt, da ist diese Herangehensweise nicht gegeben, weil das eine andere Berechnungsgrundlage ist. Es ist allerdings vollkommen unerheblich. Was uns viel mehr interessiert, ist an der Stelle diese Volumenbetrachtung, die interessant ist, die sich dann im Equity-Bereich eben in dem Fall abzeichnen. Und hier kann man sehr deutlich erkennen, dieser Push auf der Unterseite, also Gap Down, wir haben unterhalb hier auch dieser 377, 378 gestern eröffnet, haben dann diese kurze Attacke auf der Unterseite gesehen und haben diese untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung aber halten können und das unter extrem hohen Volumen. Also extrem hoch heißt bedeutet an der Stelle, wir haben tatsächlich das höchste Volumen hier aktuell im Jahr gesehen, beziehungsweise sogar zurückgehen kann man erkennen über das gesamte Jahr 2022. Besonders auf der Long-Seite. Solche Volumenspikes hatten wir letztmalig gesehen am 5. März 2021. Also Volumenspike, also bedeutet an der Stelle grün, dass wir mit positiven Vorgaben für den Tag geschlossen haben. Und das war im Bereich der Tiefs damals hier im März, als wir ähnliche Entwicklungen am Zinsmarkt zu sehen bekommen haben. Und wo wir dann auch eine sehr scharfe Gegenbewegung sogar mit der dann folgenden, über die folgenden Wochen bis Monate hinweg neue Allzeithochs eben markiert haben. Durchaus denkbar, dass das eben auch ein klares Indiz dafür ist, dass der Boden zunächst einmal drin ist. Das wiederum bedeutet natürlich dann auch für die diverse, sehr starke Tech-Titel in der jungen Vergangenheit ein entsprechendes Korrektur- oder Gegenbewegungspotenzial, wie beispielsweise einer Tesla, die jetzt eben wo Earnings anstehen und wo wir jüngst eben auch eine sehr, sehr starke Korrekturbewegung gesehen haben, folgend auf diesen sehr, sehr starken Delivery-Report. Also das heißt, wo die ausgelieferten Fahrzeuge für Q4 veröffentlicht worden sind am 2. Januar, am Sonntag, und wo wir dann dieses scharfe Gap Down gleich zur Markteröffnung, Jahreseröffnung, Handelseröffnung eben gesehen haben, wo wir eben in Richtung 1200 gelaufen sind, nur um dann dieses Gap eben zu schließen, wo wir jetzt sogar kurzzeitig gestern unter die 1000 zurückgelaufen sind, was aber CAV-technisch, wie ich schon sagte, eben sehr interessant ist, weil ich davon ausgehe, dass die Earnings sehr, sehr stark veröffentlicht werden dürften und dass wir eventuell hier sogar jetzt den Wegbereiter sehen für künftig Aufschläge, die uns in Richtung neue Allzeithochs befördern. Und dieser bullische Ausblick, den ich eben hier für Tesla an der Stelle skizziere, den würde ich gerne nochmal etwas detaillierter dann tatsächlich darbieten. Bevor wir allerdings dazu kommen, ganz kurz abschließend hier einmal noch einen Blick jetzt auf den Moment. So, einmal einen Blick hier an dieser Stelle auf den DAX. Ich glaube, der hat sich jetzt hier aufgehakt. Kann das sein? Sieht jedenfalls so aus. Einen kurzen Augenblick. So. Ja, das sieht besser aus. Also, Vorteil bleibt im DAX, Intraday mit Fokus auf der 16.000er Marke, erstmal Long oberhalb des EMA 50, das ist der gleitende Durchschnitt, der sich hier auf 5-Minuten-Basis eben entsprechend präsentiert. Jetzt aktuell dieses Überrollen gegen die 16 ist deswegen ganz interessant, weil ein Rücklauf in Richtung dieses gleitenden Durchschnitts hier potenziell dann jetzt nächste Attacke tatsächlich denkbar macht und auch CRV-technisch unglaublich interessant anmutet, weil was wir jetzt nämlich abwarten wollen würden, ist Folgendes: Retest dieser Region, das ist ungefähr der Bereich 1529, wie man es hier erkennen kann, 1539. Wir wissen relativ zügig, wo wir eigentlich falsch sind, nämlich sollten wir unter diesen EMA hier tatsächlich fallen. Und wir spekulieren darauf, dass es von hier eine Rückeroberung eben der 16.000er Region gibt. Stop haben wir, ich würde mal sagen, knapp unter der 900 tatsächlich. Also das wird jetzt, man würde sagen, markttechnisch macht das überhaupt Sinn. Für mich macht das deswegen Sinn, weil ein Fall unter hier diese türkisfarbene Linie bedeuten würde, wir würden auf den Tag auch ins Negative drehen. Also das heißt, nach initial bullischen Vorgaben haben diese türkisfarbene Linie, das ist die Xetra-Eröffnung, also die Eröffnung Kassakurs, den ich dann entsprechend hier markiere. Das heißt also, mein Stop läge knapp unterhalb dieses Niveaus, um das mal abzuchecken.
Ja, ziemlich genau sogar. 8,95 wäre wahrscheinlich der Stop dann bei solch einem Szenario. Da kommen wir ungefähr mit 25 Punkten Risiko rein. Das wäre hier also die 8,95. Dann haben wir 25 Punkte Risiko und gehen auf der Oberseite mindestens auf den Test der 16.000 nochmal, also der aktuellen Region um die Tageshochs, beziehungsweise sogar auf eine Rückeroberung an der Stelle. Ich würde vielleicht einen Teilgewinnmitnahme gegen diesen Bereich auf den Weg bringen, gegen 16, würde den Rest aber dann halten wollen mit Zielrückeroberung der 16. Je nachdem, in Anführungsstrichen, wie weit uns die Füße tragen, was uns die US-Märkte präsentieren. Aber alleine der Rücklauf in Richtung hier der 16K-Region sind 80 Punkte Chance. Und dann sieht man schon an der Stelle ein CAV von besser 3 zu 1, was wir für solch eine Herangehensweise bekommen. Also das heißt, wir würden jetzt hier den Rücksetzer in Richtung eben des EMAs abwarten wollen, 15,29 diese Region. Gegen die würde ich mich long positionieren wollen. Natürlich nicht sofort ein Limit reinlegen, würde erstmal Stabilisierung abhalten wollen und dergleichen. Dann entsprechend meinen Stop auf knapp unterhalb des Kassa Opens 8,95 eben tatsächlich setzen. Risiko wäre, kommen wir zu 29 rein, um 25 Punkte. Und würde dann eben darauf spekulieren, dass es von hier ein erneutes Aufdrehen und eine Rückeroberung der 16.000er Region gibt, wobei ich einen Teil gegen die 16 eben rausnehmen würde, als ja, Teilgewinnmitnahme, Risiko verdient, wie auch immer man das bezeichnen möchte. So, das also zum DAX im Hinblick auf den Nasdaq heute Nachmittag. Wir können auch natürlich ein Bild skizzieren hier für den S&P. An der Stelle dürfte allerdings besonders der Tech-Bereich ziemlich interessant sein. Da dürfte der Schlüsselbereich. Ich mache das mal groß. Dürfte der Schlüsselbereich auf der Unterseite 550, 500, also diesen Bereich, den wir zurückerobert haben, eben tatsächlich liegen. Ich möchte gerne sehen, dass wir die 15,6 halten. Vielleicht gibt es eine kurze Korrekturbewegung hier. Gewinnmitnahmen, ich weiß nicht, wie geartet auch immer, müsste man allerdings mal abwarten. Vielleicht gelingt es gar nicht mal hier seitens der Bären sogar den Nasdaq unter die 15,680, also deutlich unter die 15,7 zu drücken. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir eventuell einen Retest zu sehen bekommen dieser Region, allerspätestens um 6,50 ungefähr. Dann wäre das ein ganz interessanter Bereich für Long mit einem Stop unterhalb hier der 15,570. Das ist vielleicht auch so ein Konsolidierungstief, auch wenn das recht dünn ist natürlich. Aber das sind jetzt entsprechend eben Niveaus, die bei Unterschreiten denkbar machen, dass wir nochmal mindestens in Richtung der 15,500er Region laufen. Also stopptechnisch macht das eventuell durchaus Sinn. Das sind 80 Punkte Risiko. Auf der Oberseite gehen wir eben dann auf einen, ja, wahrscheinlich auch Rücksetzer in Richtung der 16.000er Region. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen und das gilt ganz besonders. Und dann kommen wir wieder zu den Ausführungen von Jay Powell vor dem US-Kongress. Sollten eben diese in irgendeiner Form suggerieren, dass dieser sich abzeichnende restriktive Kurs seitens der Fed vielleicht doch nicht so restriktiv eben tatsächlich ist, wie das jetzt derzeit gespielt wird. Wir erinnern uns kurz dran, nochmal der Vollständigkeit halber. Die Fed hat auf ihrer Zinsentscheidung im Dezember, also rund vor einem Monat, entschieden, die Anleiheaufkäufe doppelt so schnell zu reduzieren, wie ursprünglich kommuniziert. Also sprich nicht im Gegenwert von 15 Milliarden pro Monat zurückzufahren, sondern sogar 30 Milliarden. Würde damit die aktuell auf 120 Milliarden laufenden Anleiheaufkäufe pro Monat bereits im März auf Null zurückgefahren haben. Und genau hier erwartet man dann durch den auch kontinuierlich ansteigenden Inflationsdruck, den hatten wir hier auch zum Thema gemacht, also aktuell bei 6,8% beim letzten Print im Dezember und dann jetzt hier erwartet mit 7% und somit auf den höchsten Niveaus seit, glaube ich, Mitte der 80er Jahre, wenn ich das richtig hier sehe. Ja, das kommt gut hin. Dass wir dann in dieser Konstellation tatsächlich natürlich seitens der Fed einen eher restriktiveren geldpolitischen Kurs erwarten würden. Auch vielleicht, weil sich das gesamtkonjunkturelle Bild beginnt deutlicher aufzuhellen. Und wenn Jay Powell dieser Erwartungshaltung jetzt nicht entspricht, auf Rückfragen der Senatoren, also sprich anders formuliert, innerhalb dieses Statements, was da gestern über den Ticker gelaufen ist, hier ist es das Dollar, stagnates as traders await Fed Chair Powell for policy hints. Wir haben also dieses Renominierungs-Hearing vor dem Senat eben. Und man hat jetzt in diesem Zusammenhang hier, in his prepared opening remarks, also dann habe ich das doch richtig gelesen. Wir haben so ein Vorab. Gedankengang oder eine Orientierung, was er dort kommunizieren möchte, eben schon gestern zu sehen bekommen. Und jetzt ist es allerdings so, das hat erwartungsgemäß nicht so viel Neues beinhaltet oder nicht so viele Details beinhaltet, wie man das eigentlich eventuell sich gewünscht hätte. Das könnte sich aber deutlich ändern, wenn eben entsprechende Rückfragen der Senatoren in die Richtung gehen heute, die Paul so ein bisschen in die Enge treiben, beziehungsweise
Paul eben dazu drängen, eine Aussage zu machen, wie es denn mit der Zinspolitik jetzt zeitnah ausschaut. Und in diesem Zusammenhang, wie gesagt, ist der Markt verhältnismäßig restriktiv unterwegs. Also wir haben im Zusammenhang nicht nur die Reduktion der Anleiheaufkäufe, sondern eben jetzt auch vier Zinsanhebungen für das Jahr 2022, die eingepreist werden seitens des Optionsmarktes. Das kann man dann dahingehend sich anschauen, dass man hier auf den 14. Dezember geht in diesem FedWatch-Tool und dann einfach mal guckt, da ist das aktuelle Zinsniveau, wo wir stehen, bei 0 bis 0,25%. Eine Zinsanhebung, 2, 3, 4. Und dann sehen wir an der Stelle, dass eben mehr als 50% hier tatsächlich diese vier Zinsschritte erwarten. Also das heißt, wir nähern uns dann dieser Wahrscheinlichkeit von rechts. Also das heißt, wir addieren alle Balken hier auf. Da sind wir bei einem 7, 25, 30%, ergibt sich 55%, kommt zusammen auf 55%. Das heißt, aktuell erwarten die Marktteilnehmer mit einer 55-prozentigen Wahrscheinlichkeit, das ist also mehr als die Hälfte, dass es vier Zinsschritte in 2022 geben wird. Und alles, was jetzt seitens Powell auf diesem Nominierungshearing in Richtung geht, nein, das wird nicht so restriktiv sich darstellen oder wir werden das abhängig machen, irgendwie, wie man versucht, diese Spannung eben versucht zu reduzieren, all das ist in der Lage, die jüngst scharf angezogenen US-Zinsen, ich will das hier mal kurz zeigen, eher unter Druck zu bringen. Also das ist jetzt hier der US-10-Jahreszins, der ja auf die höchsten Niveaus seit Januar 20 gestiegen ist, also sogar diese Märzhochs aus dem letzten Jahr überschritten hat und auf die höchsten Niveaus, wie gesagt, hier seit eben vor Corona gestiegen ist, dass wir eben hier erstmal ein bisschen Abgabedruck sehen, beziehungsweise eine Entspannung im Zinsmarkt. Und genau diese Entspannung ist es dann wiederum, die für Tech-Aktien beispielsweise eine scharfe Korrekturbewegung nach den jüngsten Abschlägen eben auf den Weg bringt, besonders für die starken Tech-Titel, die fundamental immer noch einen sehr, sehr günstigen Ausblick haben, wie beispielsweise eine Tesla an der Stelle. Und ja, also das ist der Fokus heute. 16 Uhr geht es da los. Das heißt also, in der zweiten Tageshälfte, besonders mit den US-Märkten, könnte dort einiges an Vola reinkommen. Nochmal Rücksetzer am Nasdaq, solange wir die 15,6 halten können. Rücksetzer gegen 15,650, 15,670, vielleicht als Long ganz interessant. Enger Stop 15,570 hier an der Unterseite. Und dann Ziel der ganzen Angelegenheit im Nasdaq, Rücklauf in Richtung der 16.000er-Region. Also, das zum Nasdaq. Und jetzt werfen wir nochmal ganz kurz hier einen Blick auf Tesla an dieser Stelle und werfen nochmal einen ganz kurzen Blick da drauf. Oh, ja, jetzt habe ich gerade die Frage hier erst gesehen, ob ich noch ein Szenario für Nasdaq zeichnen könnte. Ja, das hab ich ja gerade getan. Sehr gut. Also dann habe ich die Frage beantwortet, ohne dass ich da mir darüber im Klaren war, dass hier überhaupt eine Frage stand. Er hat so ein bisschen Schwierigkeiten hier, der Kollege. Warum auch immer. Einen Moment. Also, was ich gerne machen wollen würde, ist an der Stelle einmal, ich habe das hier schon mal vorbereitet, als so eine kleine Orientierung. Wir gehen aber punktweise durch an der Stelle. So, ich hoffe, dass man das erkennen kann, beziehungsweise ich mache mal Folgendes noch ein bisschen größer. Gucken, ob der Text alles drauf ist. Ja, so passt doch. So, ich glaube, das sollte man lesen können. Also, wir fangen da oben an. Zunächst einmal hier der Blick auf den Tesla-Chart. So. Also gestern sehr, sehr starke Gegenbewegung. Wir hatten schon in der letzten Woche, ja, noch bevor es dann nochmal ein bisschen schärfer abwärts ging, hatten wir hier auf diesen Gap-Close, hatte ich schon ein Long-Szenario thematisiert. Allerdings kam es nicht zu dieser Rückeroberung, die ich damals auch schon zum Thema machte, Bereich 1080, 1090, also kurzfristig trading-technisch relevant. Und diese fehlgeschlagene Rückeroberung, die hat tatsächlich dazu geführt, dass wir jetzt hier zum Wochenbeginn kurzzeitig sogar unter das 1000-Level geflasht sind, also runter gelaufen sind. Allerdings, wie gesagt, mit dieser sehr, sehr starken Gegenbewegung. Man kann erkennen, dass offensichtlich es hier derzeit eine Abhängigkeit vom Zins tatsächlich zu geben scheint und dass der Tech-Sektor auch an der Stelle so ein bisschen der Gradmesser bzw. der Impulsgeber, potenzielle Impulsgeber, dann auch für beispielsweise ein Unternehmen wie Tesla an der Stelle ist. Wie gesagt, Rückeroberung der 1080, erstmal aus trading-technischer Perspektive, 1080, 1090 ist dann meines Erachtens nach ein Signal, dass wir nach unten erstmal fertig sind, dass es eine Rückeroberung gibt, dass wir in die Earnings hinein, die dann am 24. oder 26. veröffentlicht werden, also in 2 Wochen von heute ungefähr, dass wir dann
eher oberhalb von 1100 in diesen Earnings Release gehen. Und dann die Frage, die sich eben stellt, ist, in welche Richtung werden diese Earnings potenziell veröffentlicht? Ich glaube, dass die sehr stark veröffentlicht werden. Infolge nämlich dieser Delivery Numbers, die wir jetzt hier zu sehen bekommen haben, über 300.000 Fahrzeuge, die vom Band gelaufen sind im vierten Quartal. Und dass wir auch dann noch vor Eröffnung der Gigafactories in Berlin und Austin, Produktion, die da jetzt anläuft, erst jetzt anläuft, beziehungsweise auch trotz Lieferkettenunterbrechungen und Engpässen, die sich dort abzeichnen im Gesamtumfeld, dass das alles in allem, summa summarum, ein sehr starkes Signal ist, das auch darauf hindeutet, dass Tesla hier einen unfassbar guten Earnings Release, also Unternehmensbericht jetzt fürs vierte Quartal veröffentlicht wird, beziehungsweise darüber hinausgehend auch eine sehr, sehr starke Guidance geben wird. Also das Full Year Guidance, das heißt also fürs komplette Jahr eine Projektion geben wird, die wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich deutlich oberhalb dessen liegen wird, was die Analysten eben hier an der Wall Street tatsächlich erwarten. Und das wiederum impliziert dann besonders bei eben sogenannten Growth Stocks, also Wachstumsaktien, dass diese eben infolge einer solchen starken Anpassung der Guidance auf der Oberseite und also damit wir jetzt mal eine konkrete Zahl haben, ich habe jetzt nicht es genau verfolgt, das geht das plus minus vielleicht $1 in diesem Bereich, aber das Stichwort Gewinn pro Aktie, also EPS, Earnings per Share, der ist eine sehr, sehr wichtige Kennzahl in diesem Zusammenhang. Soweit ich es überblicke, ist die Wall Street aktuell in ihren Projektionen bei ungefähr $9 Gewinn pro Aktie. Also Tesla an der Stelle, Gewinn pro Aktie. Und diese Guidance, die sich jetzt abzeichnet, die sich auch beginnt, dann dahingehend wiederzuspiegeln, dass viele Analysten zum Beispiel ihre Kursziele, ihre kurzfristigen oder mittelfristigen Kursziele für Tesla anzuheben, diese Spekulation gehen, dass man auch vielleicht schon aus diesen Deliveries jetzt für das vierte Quartal ablesen kann, dass wir eventuell sogar bei $12 die Aktie, Gewinn pro Aktie liegen, beziehungsweise sogar eventuell darüber. Also das heißt, dass wir weit oberhalb dessen nochmal liegen, was selbst die optimistischen Analysten im Hinblick auf Tesla eben tatsächlich implizieren. Was wiederum schon den ersten Rückschluss zulässt, dass die aktuellen Kursniveaus, auf denen wir uns hier bewegen, wahrscheinlich deutlich unter dem liegen, was eigentlich aus diesen Projektionen als Kursziel beziehungsweise als Niveaus, wo Tesla handeln sollte, eben tatsächlich sich ergibt. Das ist erstmal Punkt 1. Also das heißt, diese Anpassung hier ist durchaus in der Lage, dort einen Push in Richtung der Allzeithochs, eventuell sogar einen Push über diese Allzeithochs auf den Weg zu bringen. In Ergänzung dazu will ich das aber nochmal ein bisschen vertiefen an der Stelle. Und nochmal ein bisschen mit fundamentalen Kennzahlen dann auch aufwarten, die im Hinblick auf die Analyse von Wachstumstiteln eine ganz wesentliche Rolle spielen und weswegen ich so optimistisch für Tesla bin an dieser Stelle. Aktuell handelt Tesla um $1.070. Also jetzt würde man sagen, im Moment $15 tiefer. Das würde den Kohl nicht fett machen, aber in der Vorbörse kann man das schon bereits erkennen. Hier haben wir es. Ich hatte das gerade schon gezeigt, da konnte man das schon sehen. Wo haben wir Tesla da? Also vorbörslich wären wir hier schon bei $1.075 die Aktie gehandelt. Das gleiche haben wir auch hier im Pre-Market-Screen, da kann man das auch erkennen. Da ist Tesla auch schon unter den, oh, muss ich mal ganz kurz gucken. War Tesla jedenfalls. Ich muss mal ganz kurz hier schauen. Da. Also 86.000 Stücke sind schon gelaufen, eben aktuell 1.073, $1.074. Das heißt also, das passt ganz gut aktuell, um diese Betrachtung hier entsprechend einzufangen. Handelt um $1.070 und das entspricht ausgehend von den aktuellen fundamentalen Kennzahlen ungefähr dem 54-fachen des Gewinns pro Aktie an dieser Stelle für das Jahr 2023. Also das heißt, was man hier bereits macht, ist, dass man ausgehend von den jüngsten Kennzahlen in die Zukunft projiziert, wenn dieses Wachstum sich weiter derart darstellt, wie es sich aktuell darstellt. Ja, also das hat jetzt noch keine positiven oder negativen Überraschungen. Das ist davon eben entsprechend natürlich abhängig. Lieferengpässe beispielsweise könnten dafür sorgen, Semiconductor Shortage, was auch immer, könnte dafür sorgen, dass zum Beispiel hier die Lieferengpässe dazu führen, dass weniger Autos vom Band laufen. Das würde sich natürlich auf das Unternehmen und die entsprechenden Ausblicke auswirken und dann entsprechend auch die angepassten Guidances, also das heißt, das, was man fürs nächste Quartal zum Beispiel erwartet, entsprechend nach unten revidieren lassen. Das wiederum würde, besonders wenn du vorher viel eingepreist hast, natürlich dafür sorgen, dass die Aktie scharfe Rücksetzer sieht. Das gilt aber auch umgekehrt. Wenn der Markt unterpreist aktuell, was dort an Wachstumspotenzial gegeben ist und sich das zum Beispiel konjunkturelle Umfeld schneller in Richtung eines wieder einer stärkeren, eines günstigeren Auslieferungsprozesses, zum Beispiel im Hinblick jetzt von Automobilen oder dergleichen orientiert, dann hast du natürlich hier eine Unterpreisung dessen und eine Anpassung der Guidance auf der Oberseite sorgt dann für weiter bullisches Momentum für Wachstumstitel. So, also
Ausgehend von diesen aktuellen Projektionen liegt der Gewinn pro Aktie beim ungefähr 54-fachen für das Jahr 2023, so im Hinblick auf Tesla. Und nun ist es so, das ist das Interessante in dieser Konstellation. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, na, wie viel Wachstumspotenzial hat denn besonders ein Growth-Titel wie Tesla zum Beispiel? Und wenn man jetzt die Kennzahlen heranzieht, dann kommen Analysten diverser Tier-1-Investmentbanken, also Top-Investmentbanken, JP Morgan, Bank of America, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Goldman Sachs und so weiter, kommen eben zu einem projizierten EPS-Wachstum, also Gewinn pro Aktienwachstum, bis zum Jahr 2025, also für die nächsten 3 Jahre an dieser Stelle oder 4 Jahre, wenn man das vollständig sieht, von mehr als 50%. Also das heißt, man geht davon aus, dass hier Tesla im übertragenen Sinne der Gewinn pro Aktie um 50% pro Jahr bis zum Jahr 2025 wächst. Und wie macht man das an dieser Stelle oder beziehungsweise wie kommt man auf diese Projektion? Naja, man guckt sich einfach zum Beispiel an, wie hat denn die Einführung von Elektromobilen sich zum Beispiel im Jahr 2021 dargestellt? Lag bei 6,2% global betrachtet. Bis 2025 wird hier, ausgehend von der aktuellen, ich nenne sie jetzt mal Elektromobilitätswelle, die stattfindet, regenerative Energien, die im Mittelpunkt des Geschehens getrieben, Zurückdrängen von klassischen Verbrennungsmotoren und dergleichen, Fokus auf Elektromobilität und so weiter. Bis 2025 wird davon ausgegangen, dass wir hier irgendwo im Bereich liegen zwischen 25 bis 30%. Also Marktanteil, wenn man es mal sehr grob formulieren möchte. Das heißt also, Elektromobilität macht dann 25 bis 30%. So, jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zurück hier an dieser Stelle auf diese ersten zwei Komponenten, die uns dann das sogenannte PEG geben oder PEG. Das ist das Price Earnings Growth Ratio. Das habe ich hier mal vorbereitet. Das Kursgewinnverhältnis, das kennt der eine oder andere eventuell. Das ist das sogenannte KGV, klassische Betriebswirtschaftslehre, was man bei Value-Titeln eben heranzieht. Das ist ein Unternehmen, jetzt immer sehr grob gesprochen, überbewertet oder unterbewertet. Im Hinblick eines Wachstumstitels ist das natürlich nicht wirklich hilfreich, weil ein Unternehmen wie zum Beispiel Tesla hat lange Zeit kein Geld verdient, logischerweise, weil die mussten ja erstmal entsprechend die Infrastruktur auf den Weg bringen und so weiter. Und dann entsprechend dieser Wachstumsprozess, der allerdings vorangeschritten ist, hat man hier schon im Grunde genommen eine Spekulation auf zukünftiges Wachstum gesehen, ohne dass entsprechende Gewinne abgefallen sind. Natürlich kann man dann kritische und auch absolut legitime Punkte bringen, wie zum Beispiel, naja, größtenteils ist ja zum Beispiel der Börsengang von Tesla 2020, die Aufnahme, Börsengang, Verzeihung, nicht den Börsengang, sondern die Aufnahme in den S&P 500 von Tesla zum Beispiel, dadurch zustande gekommen, weil man, ich hätte ich fast Krypto-Zertifikate, CO2-Zertifikate verkauft hat. Das ist ein absolut legitimer Hinweis. Also Tesla hat hier im Grunde genommen an zum Beispiel andere Autobauer wie VW und Co. Umweltzertifikate verkauft und hat dadurch Gewinn gemacht, in Anführungsstrichen, weil die natürlich heiß begehrt sind, um dann wiederum diesem ESG-Gedanken, der jetzt überall Einfluss hält eben, oder wir produzieren grün oder klimaneutral oder wie auch immer dann so dieser Spreche-Marketing eben das. Das hat dann eben dazu geführt, dass Tesla natürlich als Elektromobilitäts- oder EV-Bauer einfach natürlich die Anlaufstelle Nummer 1 war, weil die diese Zertifikate eben ausgehändigt bekommen haben durch ihre Produktion oder den Fokus auf eben regenerative Energien bzw. Elektromobilität und diese halt entsprechend haben verkaufen können. Jetzt ist natürlich dann allerdings die Frage, naja gut, aber das ist doch ein Autobauer. Also wenn die mit CO2-Zertifikaten hier Geld verdienen, dann muss man ja an der Stelle schon die Frage stellen, ist das denn überhaupt ein nachhaltiges Geschäftsmodell? Funktioniert das überhaupt? Und dieser Gedanke ist absolut legitim, nur eventuell war das einfach eine sehr, sehr smarte Entscheidung. Denn wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, was passiert ist jetzt im Hinblick auf diesen Börsengang hier, der dann dort im November war, es kommuniziert wurde, das war auch die Wahl von Joe Biden beispielsweise, dieser Run. Damals hat die Aktie, also wir haben damals einen Split gesehen, das war schon hier im August und auf diesen Split schon eine unglaubliche Nachfrage damals, besonders durch Privatanleger getragen, Optionen und dergleichen. Als wir den Split gesehen haben von 5 zu 1, da hat sich die Aktie hier von 300 schon fast hier, naja, verdoppelt war es jetzt nicht, aber wir haben zumindest schon mal massive Kapitalzuflüsse gesehen, Konsolidierung und dann kam eben die Biden-Wahl bzw. die Aufnahme in den S&P und von diesen Niveaus hier um ungefähr 450, $500 hat sich die Aktie dann nochmal nahezu fast verdoppelt.
Ist natürlich folglich dieser Erwartung hier eines entsprechenden Wachstums in die Zukunft, diesen fundamentalen Kennzahlen sehr vorweggelaufen und was dann dazu beigetragen hat, dass wir diese langmonatige, fast 12 Monate andauernde Konsolidierung hier auf hohem Niveau gesehen haben, wo sich dann begonnen haben, die fundamentalen Zahlen in Richtung des Kursniveaus zu bewegen. Und was jetzt in der Konstellation natürlich nochmal zurückkommt auf die Krypto-CO2-Zertifikate ganz relevant ist, das hat massive Kapitalzuflüsse in die Aktien nach sich gezogen. Denn die Aufnahme in den S&P 500, die hat dafür gesorgt, dass Portfolio-Manager haben ihr Portfolio entsprechend ausrichten müssen und Tesla-Aktien ins Portfolio nehmen müssen. Das heißt, dem Unternehmen sind durch diesen Prozess sehr viele Gelder zugeflossen, die dann wiederum genutzt werden konnten, um entsprechend die Infrastruktur weiter voranzutreiben, das jeweilige Batterie-, Innovations-, Research- und so weiter voranzutreiben und eben diesen Wachstumsprozess noch einmal zu beschleunigen. Also eventuell war das einfach nur ein sehr, sehr smarter Schachzug, der da gezogen worden ist, um Tesla noch besser zu positionieren im Hinblick auf diesen Wachstumsprozess, der eingeleitet war. Jetzt mittlerweile sind allerdings diese Spekulationen hinfällig, denn es kristallisiert sich mehr und mehr heraus, dass das fundamental gerechtfertigt ist, dieses Wachstumspotenzial, was man der Aktie zugesteht. Denn wir sehen eben in diesem Zusammenhang jetzt nochmal zurückgehend, Kursgewinn-Wachstumsverhältnis, dass wir in dieser Konstellation hier, ausgehend von diesen Kennzahlen, die sich jetzt herauskristallisieren, da kommen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen detailliert dazu, nochmal ganz kurz abschließend, ich springe jetzt gerade so ein bisschen PEG, Price-Earnings-Growth-Ratio, dass man eben dann sagt, na gut, also wenn wir im Jahr 2023 einen Gewinn pro Aktie haben, der beim 54-fachen Roundabout des aktuellen Kurs oder ausgehend vom aktuellen Kursniveau liegt. Und wir haben bis 2025, ausgehend von entsprechenden Analystenprojektionen, Kennzahlen, die dort verarbeitet werden und dergleichen, ein EPS-Wachstum von mehr als 50%, dann kommt hier raus ein PEG von rund 1. Das bedeutet etwas anders. Wir machen das Kursgewinnverhältnis und setzen das in das erwartete prozentuale Gewinnwachstum und kriegen dann diese Kennzahl, die für Growth-Titel relevant ist, und liegen jetzt bei rund 1. Jetzt gibt es eine grobe Herangehensweise, das kann man hier schon bereits lesen. Eine grobe Herangehensweise, die sagt, im Bereich um 1, kleiner 1, ist das eigentlich eine im Wachstumsbereich unterbewertete Aktie. Das zeigt schon alleine, dass die aktuellen Niveaus, die wir hier sehen, eventuell zeigen, dass Tesla selbst ausgehend von den schon jüngst gelaufenen Aufschlägen hier immer noch unterbewertet ist im Hinblick auf dieses Wachstum, was die Aktie hat oder das Unternehmen hat, ausgehend von den jüngsten Entwicklungen im Bereich Elektromobilität. Und ich würde sogar noch ein Stück weitergehen und würde sagen, eventuell ist Tesla sogar hier mit einem PEG von 1 rund noch eigentlich zu hoch bewertet. Eigentlich müsste das PEG wahrscheinlich sogar vielleicht sogar deutlich unterhalb von 1 liegen. Also die Aktie ist noch unterbewerteter, als das eventuell der erste Eindruck vermittelt. Und wie ich zu diesem Schluss komme, ist, wenn wir uns mal jetzt anschauen, wie sich die Situation im Bereich Elektromobilität darstellt. Und nochmal, das Wachstum hier in diesem Bereich bis 2025 in diesen Gefilden ist massiv. Tesla ist ausgehend von seiner aktuellen Konstellation nahezu konkurrenzlos. Also sprich etwas anders formuliert, man hat hier drei Bereiche, wo Tesla einfach mal im übertragenen Sinne einen Marathon schon angelaufen ist. Also könnte man es vielleicht sagen, ein Marathon schon läuft, während die anderen noch an der Startlinie sitzen und sich die Schuhe zu binden. Tesla hat schon seit nunmehr fast einer Dekade unglaubliches Research im Bereich Batterien betrieben, Optimierung und dergleichen. Wie unglaublich schwierig das ist, auch hier entsprechend die Versorgung zu sichern und so weiter. Das zeigen jetzt jüngste Entwicklungen. Rivian zum Beispiel ist jüngst an die Börse gegangen und hat dann jetzt von seinen initialen massiven Aufschlägen und diesem scharfen vertikalen Kursanstieg fast alles wieder hergegeben, ist sogar zeitweise, ich habe es jetzt nicht mehr genau geschaut, aber ich glaube, so unter den IPO-Preis gefallen, weil jetzt herauskam, dass die eventuell gar nicht in dem Umfang Batterien produzieren können, um diese Autos dann auch auf die Straße zu bringen. Das sind alles so, ja, das ist ein Beginn, da ist Tesla schon lange drüber hinweg. Also diesen Schritt hat man schon lange überschritten. Also das heißt, dieses Research und die Optimierung entsprechend in diesem Bereich geben Tesla allein im Bereich Batterie, Research, Innovation und dergleichen einen massiven Vorsprung. Dann kommt Stichwort Produktionsstätteninnovation. Du musst das auch irgendwie skalieren. Also du musst ja auch irgendwie diese Autos dann produzieren können. Du brauchst nicht nur die Rohstoffe, die du verarbeitest und dann entsprechend eben ein konkurrenzfähiges Produkt auf die Straße zu bringen, sondern du musst das Auto erstmal fertig machen, damit es überhaupt auf die Straße fahren kann. Stichwort Gigafactory in diesem Zusammenhang.
Alleine ausgehend von den jüngsten Delivery Numbers zeigt sich hier im Hinblick auf Tesla, dass die selbst ohne Gigafactory schon massive Wachstumszuwächse sehen. Also nur um das mal auf Jahressicht zu betrachten. Wir haben jetzt im vierten Quartal 300.000, 309.000 Autos, glaube ich, vom Band laufen sehen. Das ist ein Wachstum von, ich glaube, lass mich lügen. Also auf Jahressicht waren es etwa 1 Million Fahrzeuge, etwas weniger als 1 Million. Das war auf Jahressicht war das ein Wachstum von rund 90%. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, 1 Million Fahrzeuge, guck dir mal VW an, die haben, weiß ich nicht, wie viele Millionen Fahrzeuge da in dem gleichen Zeitraum produziert. Ja, das stimmt. Aber man muss an der Stelle auch mal sehen, dass wiederum auf Jahressicht betrachtet hier es einen massiven Rücksetzer gegeben hat. Also sprich, der Einbruch war, glaube ich, 40% oder dergleichen. Ich bin jetzt nicht ganz im Bild, wie die Kennzahlen sich dargestellt haben. Aber Fakt ist, das war vor den Gigafactories, wieder zurückkommen auf Tesla. Bedeutet, man hat hier auch im Hinblick auf die Produktionsstätteninnovation einen massiven Vorsprung und hat ergänzend dazu auch Stichwort Softwareinnovation. Also es gibt zum Beispiel immer diese Begrifflichkeit FSD. Das ist kurz für Full Self-Driving, also autonomes Fahren. Ich habe dazu mal hier den Link zu Wikipedia, da kann man sich mal anschauen, was da alles für Software-Innovationen seitens Tesla auf den Weg gebracht worden sind. Kombiniere ich das alles hier zusammen, sehe den Vorsprung in diesem Bereich, den Tesla hat, und kombiniere das mit diesen Zahlen, dann komme ich eventuell sogar hier selbst zu den aktuellen Kursniveaus zu einer Unterbewertung und habe realistisch sogar eine Chance, die Aktie innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 3, 4 Jahre vielleicht sogar nochmal sich mindestens zu verdoppeln von den Kursniveaus. Ganz zu schweigen von eventuellen Hypes, die nochmal in den Markt kommen, geldpolitischer Stimulus und dergleichen. Wir sind natürlich, das haben die jüngsten Entwicklungen gezeigt, hier massiv abhängig von dem übergeordneten globalen makroökonomischen Bild. Das steht außer Frage. Also das heißt, wenn jetzt plötzlich die Inflation spiket, wir diese sogenannten Supply Chain Bottlenecks zu sehen bekommen, also das heißt, dass die es Lieferengpässe gibt einfach, weil die globalen Lieferketten unterbrochen worden sind, politische Instabilitäten, gesellschaftliche Instabilitäten, massive Rezessionen und der weiter. Du kannst dir ein Auto nicht leisten, beispielsweise, du sparst das Geld eher, es gibt deflationäre Tendenzen, dann ausgehend von dem inflationären Druck, der sich aufbaut und was weiß ich nicht, was alles sich da herauskristallisieren könnte. Aber wenn wir das, selbst wenn wir das, selbst wenn wir das, so könnte man es auch betrachten, selbst wenn wir das so ein bisschen mal aus der Distanz betrachten, dann zeigt sich ausgehend von diesen Kennzahlen hier, aus rein fundamentalen Gesichtspunkten, dass die Aktie durchaus weiteres Potenzial auf der Oberseite hat, durch seinen massiven Vorsprung. Und ergänzend dazu, man könnte das auch aus einer anderen Perspektive betrachten, wenn wir jetzt mal zurückgehen auf das Jahr 2021, auf den März und die damaligen Zinsniveaus. Wir haben damals hier infolge dieser damaligen Volatilität einen Rücksetzer gesehen. In Bereiche ungefähr 550 Dollar die Aktie, Pi mal Daumen. Aktuell notieren wir fast doppelt so hoch bei gleichen Zinsniveaus, in Anführungsstrichen, und Entwicklungen. Also die fundamentalen Entwicklungen, die jetzt hier gerade zutage treten, zeichnen sich auch in sehr, sehr ähnlicher Form oder zeichneten sich auch in sehr, sehr ähnlicher Form, jetzt mal rein nur auf den Zins bezogen, schon im letzten März eben tatsächlich ab. Dieser Inflationsdruck und dergleichen, der sich jetzt zeigt, wirklich in realer Form. Natürlich ist das dahingehend anders, weil wir haben jetzt auch eine entsprechende restriktivere Geldpolitik der Fed, die in Aussicht steht. Aber nichtsdestotrotz sollte man nicht zwangsläufig hier zu dem Schluss kommen, dass wir hier in der Blase leben, sondern eventuell ist das ein noch relativ schlaffer Luftballon, der gerade erst dabei ist, aufgepumpt zu werden, um es mal bildlich zu sprechen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich habe da mal so ein bisschen darüber hinausgehend einen Einblick geben können, wieso, warum, weshalb ich hier in Bezug auf Tesla recht positiv eben tatsächlich bin. Ob sich das so entwickelt, schauen, ja, keine Ahnung. Aber ich bin da relativ guter Dinge tatsächlich, dass sich dieser Wachstumsausblick tatsächlich in dramatischen Kursaufschlägen in ihrer Zeit noch tatsächlich widerspiegeln könnte, sofern natürlich das übergeordnete Bild in Anführungsstrichen dann mitspielt. So, das nochmal ganz kurz zu Tesla. Ich überlege gerade, ich hatte gestern was zu Tilray gesagt, kurzzeitig Earnings waren ganz passabel, wir haben Gap Up gesehen, haben das aber nicht verteidigen können. Das war deswegen ein bisschen brisant, weil wir im übergeordneten Markt uns eigentlich stabil dargestellt haben. Ich will das trading-technisch eigentlich jetzt nicht so en Detail thematisieren, also für mich jedenfalls nicht. Einschätzung kann ich aber dennoch geben, sofern Interesse bestehen sollte, wer Tilray spielen möchte. Schlüssellevel dürfte wahrscheinlich hier im Bereich um 7 tatsächlich liegen. Vielleicht sehen wir heute im Laufe des Tages, kurz hier auf den 5-Minuten-Chart gehen. So. Vielleicht sehen wir hier heute zur Eröffnung einen kurzen Pop auf der Oberseite. 37, 47, vielleicht 57. Das ist so der 2-Tages-Rewap-Kurs.
Da wird die Frage sein, können wir den rückerobern? Wenn nicht, wir sehen hier so einen sogenannten Stuff-Moment. Also das heißt, dann ist es im übertragenen Sinne wie, als wenn du einen Ball gegen eine Wand schießt, so im übertragenen Sinne. Du siehst dann sofort hier in diesem Bereich Verkäufe auf den Plan treten, die gegen diesen Bereich um 7,40 $, 7,50 $ abladen. Dann könnte das vielleicht ein interessanter Bereich CRV-technisch für die Short-Seite sein, mit Ziel 7 $ und Fall darunter, der dann vielleicht sogar auch einen Gap Close hier auf den Weg bringt nach den Earnings, die gestern eben überzeugt haben. Es könnte interessant sein. Bullish oder nochmal ein Retest-Potenzial der 8-Dollar-Region würde ich erst sehen, wenn wir eben hier diese 7,50 zurückerobern könnten und auch halten könnten an der Stelle. Aktuell bin ich eher short, ehrlich gesagt, für die Aktie, auch wenn ich es nicht plane, irgendwie in Form zu handeln, einfach weil die Aktie in Anführungsstrichen zu leicht ist. Also das heißt, mit meinem Handel an der Stelle nicht wirklich korrespondiert. Kurzer Blick noch auf. Wir lassen Gold mal Gold sein. Also so wirklich spektakulär hat sich jetzt Gold nicht groß verändert. Wir haben einen kurzen Lauf zurück über die 1800 zu sehen bekommen. Das war jetzt mal an sich ein leicht positives Signal. Wir bleiben aber übergeordnet. Das kann man hier relativ gut erkennen. Weiterhin neutral. Mit dem Schlüssel auf der Unterseite 87. Also ein Fall darunter wäre eher bearish einzuschätzen. Könnte auf den Weg gebracht werden, wenn sich Paul heute erstaunlich restriktiv äußert. Das wäre eine Möglichkeit. Sollte Powell eher die dovische Variante wählen und sich eher hier geldpolitisch zurückhalten oder diesen Spekulationen in Anführungsstrichen eines restriktiveren geldpolitischen Kurses seitens der Fed einen Dämpfer verpassen, dann könnte das der Wegbereiter sein für dann eine Attacke hier auf die 1830er-Region, besonders morgen in Ergänzung mit den Inflationszahlen, die um 14:30 Uhr veröffentlicht werden. Aber hier ist es erstmal charttechnisch so, dass es nicht sonderlich attraktiv sich derzeit darstellt. Wir wollen tatsächlich Folgendes machen. Wir wollen mal kurz einen Blick hier auf Bitcoin werfen. Nach dem gestrigen Ausverkauf, in Anführungsstrichen Ausverkauf ist das falsche Wort, aber diesem kurzen Drop, den wir hier zu sehen bekommen haben, sind wir fast punktgenau dieses projizierte Kursziel abgelaufen. Erinnert euch dran, ich hatte ja hier diesen Abwärtsmodus zum Thema gemacht, dieses potenzielle Dreieck, und hatte dann gesagt, wenn es einen Ausbruch gibt auf der Unterseite, den wir dann zu sehen bekommen haben, das war hier am 5., also letzte Woche Mittwoch, liegt ein projiziertes Kursziel im Bereich um 40.000, vielleicht leicht drunter, durch eben den Umstand, dass man sagt, ich nehme einfach die Breite dieser Range und setze die einfach da unten dran. Das sind wir jetzt fast punktgenau abgelaufen. Aber wir haben dann eine recht starke, sofort sehr scharfe Gegenbewegung gesehen, hier auch mit den US-Märkten, die reingekommen sind. Und jetzt auch besonders mit diesem Rollover der Zinsen. Also wir sind stark abhängig vom US-Zins in dem Bereich. Das sollte man nicht unterschätzen. Und dass diese sich jetzt hier eher austoppen zeigen, also so überrollen zeigen, das ist ein grundsätzlich recht solides Zeichen. Und ich würde in diesem Zusammenhang tatsächlich jetzt aktuell hier den Fokus ungefähr auf die Region 42,5 ungefähr setzen. Sprich, wenn wir es schaffen, diesen Bereich zurückzuerobern, dann wäre hier mindestens erstmal eine Korrekturbewegung denkbar, die uns bis in Richtung 45.500 führt. Also derzeit sieht es erstmal danach aus, als wenn hier zunächst einmal ein potenzieller kurzfristiger Boden gefunden ist. Wie gesagt, geht alles Hand in Hand mit dem US-Zins. Sollte sich hier ein hawkischer Powell irgendwie zeigen, Zinsen wieder Spikes auf der Oberseite sehen, dann wäre auch das grundsätzlich bullische Bild erstmal für den Tech-Bereich hinfällig. Aber solange sich das Bild jetzt hier beginnt, so ein bisschen zu entspannen, ist das eher ein Umfeld, in welchem du Bitcoin wieder eher auf der Oberseite performen siehst. Auch wenn natürlich zunächst einmal hier abzuwarten bleibt, ob wir früher oder später diese Abwärtstrendlinie, die sich herauskristallisiert, wieder zurückerobern. Ja, also bis dahin ist das erstmal nichts anderes als eine Korrekturbewegung in Richtung der Ausbruchregion. Aber alles in allem denke ich, dass CAV-technisch wir auf der Short-Seite jetzt eher in unattraktive Gefilde vorgestoßen sind und eher eine Gegenbewegung denkbar wird, die uns zunächst einmal mindestens ein Retest hier der 46.000er-Region eben beschert. Ja. So, das wäre es soweit erstmal gewesen. Ja, dann hoffe ich, dass ich habe ein bisschen einen Mehrwert bieten können für euer Trading, für den heutigen Handelstag, ein bisschen Orientierung. Wie gesagt, 16 Uhr heute, Jay Powell vor dem US-Kongress, Nominierung. Schauen wir mal, ob es irgendwelche Kommentare in Richtung der Geldpolitik gibt, wie die Fed plant, wie er plant in seiner zweiten Amtszeit jetzt entsprechend dem Inflationsdruck Herr zu werden. Das, wie gesagt, heute ein potenzieller Wohler, Garant vielleicht sogar. Eher Richtung Dovish vielleicht, und auch ausgehend von den derzeitigen Entwicklungen, die wir gestern in den Qs gesehen haben, ist das ein positives Signal. Wie gesagt, wir haben es gestern gesehen, starkes Volumen. Ich hatte das zum Thema gemacht, dieser kurze Flush nach unten, Halten der unteren Aufwärtstrendkammer, so eine scharfe Gegenbewegung. Das ist erstes positives Signal. Wir sind noch nicht über dem Berg, aber nichtsdestotrotz
Ich wäre jetzt nicht so überrascht, wenn zum Beispiel im Nasdaq dann ein Rücklauf in Richtung der 16.000er-Region eben tatsächlich uns zeitnah ansteht, sofern sich hier weiter erstmal so ein Druck in Anführungsstrichen auf den US-Zins, der jüngst jetzt der Haupttreiber für diese bärische Action war, eben zeigt. Ja, morgen 10:30 Uhr werden wir dann nochmal nicht nur einen Blick nachbetrachten auf Powell werfen natürlich und auf die Entwicklung, die wir in den US-Märkten heute Nachmittag sehen, sondern natürlich auch dann auf die Inflationszahlen nochmal um 14:30 Uhr einen entsprechenden Blick werfen. Mögliche Szenarien dann auch in dem Zusammenhang für Gold eben entsprechend skizzieren. Ja, soweit erstmal meinerseits. Dann hoffe ich, dass ihr habt, wie gesagt, was mitnehmen können. Abonniert gerne den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like hier, gerne Kommentare unterhalb des Videos und meinerseits Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Wir hören uns morgen wieder 10:30 Uhr gemeinsam hier mit Markets. Ich freue mich. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann und tschüss.